Das heißt, Sie sind zuständig für Brandschutz, Usbekistan, Daunen und Federn, ist richtig? Ja, ja. Mosambik? Ja. Autoteile? Ja. Portugiesische Unternehmer? Ja. Schornsteine? Ja. Bauherren? Ja. Jordanien? Ja, natürlich. Wohnungslüftung? Auch mit Vergnügen. Ehrlich, das machen Sie alles? Ja, natürlich. Albanien? Auch. Auch Albanien? Ja. Ungarn? Das ist mein liebstes Hobby. Ungarn ist Ihr liebstes Hobby. So, wie schaffen Sie es da? Weil ich der Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft bin, ein Dachverband mit etwa 50 Regionalverbänden, einer natürlich auch von, in Hamburg. Von 7 bekommen Sie Geld, ne? Von 7 bekomme ich Geld. Ich habe aber eine luxuriöse Pension. Ich war ja Hauptgeschäftsführer eines Spitzenverbandes der Wirtschaft. Da wird man nicht ohne Pension in den Ruhestand. Was kassieren Sie da im Monat oder verdienen Sie? Also mindestens so viel wie ein beamteter Staatssekretär der Luxusklasse B11 auf der Bundesebene. Das sind in Euro 13.000? Ja, Sie haben genau geguckt, ja. 13.000.